Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Beyond Good and Evil in der 20th Anniversary Edition. Wir sehen hier gerade Jade Double H und Trommelwirbel. Hier ist Paige, wir haben ihn gerettet, yay! Nachdem wir gedacht haben, dass er tot ist, aber er ist wieder quicklebendig dank Jade, denn sie hat irgendwie geheimnisvolle magische Kräfte und kann die Toten zurückholen. Und jetzt ist so ein bisschen die spannende Frage, ob dies vielleicht auch die letzte Folge sein wird, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange dieser Dungeon noch dauert. Und ja, im letzten Part haben wir alles, was man so am Bonuszeug machen konnte, beendet, sind dann hier, haben die Mondbasis infiltriert und Gott sei Dank Paige gerettet und müssen jetzt hier nach oben, denn dort ist eine Stelle, wo man auf drei Platten stehen kann. Und passenderweise haben wir jetzt die dritte Person gefunden. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir stellen uns da mal drauf. Ach, die anderen passen ja nicht durch. Stimmt. Was mache ich denn da jetzt? Wow. Wow, wow, wow. Fängt schon mal gut an. Ich würde nochmal kurz runtergehen und gucken, was die so machen. Kann man das irgendwie einfach aufschieben? Oder müssen wir jetzt ganz zurück? Und ich habe es irgendwie nicht geschnallt. Okay. Dann vielleicht doch zum Beginn zurück. Wir laufen einfach mal ganz normal zurück und hoffen, dass das der richtige Weg ist. Weil stimmt, wir haben Paige nämlich gar nicht hier wieder getroffen, sondern hier auf der Brücke, ne? Vielleicht ist das auch das Zeichen gewesen von geht mal zum Anfang zurück. Aber was wir mal überlegen könnten, ich weiß gar nicht, ob wir für Paige noch ein anderes Outfit bekommen haben. Wartet mal. Paige. Piratenlook. Liana-Look. Ah, das ist... Ja, nee, dann haben wir nur die beiden. Das war das normale. Aber komm, wir kriegen jetzt mal alle ihre alternativen Outfits. Das war die Rüstung. Aber die sind... Ja, ich gebe dir das jetzt trotzdem, auch wenn das scheiße aussieht. Guck mal, war das übrigens da. Dieses Buch von Jackson und Peters, nee, Carlson und Peters. Hat er mit, da kann man nichts damit machen. Auch nicht schlecht. So, naja, okay. Dann lasst uns mal zurückgehen. Unser Ziel ist jetzt hier. Ach, jetzt ist Paige mit dem Team. Ach so. Wie habe ich den jetzt ins Team geholt? Ach so, ich habe die ausgetauscht. Dann will ich den mal wieder dabei haben. Dann würde ich nämlich mal wechseln. Dass du hier... Oder wir können einfach ein paar abgeben. So. Hey, jetzt ist der wieder... Okay, das ist jetzt... Okay. Es ist sehr verwirrend. Wir lassen das mal kurz so. Aber da macht es wahrscheinlich... Ergibt es eigentlich Sinn, denen jetzt ein bisschen mehr... TP... Also hier Herzen zu geben. Wir gucken einfach mal. Vielleicht brauchen wir das jetzt erstmal auch gar nicht. So. Ich war 16 Stunden in so einer Maschine. Ich dachte, ich käme nie wieder raus. Ja, ich glaube, Paige war... Jetzt einfach hier hoch. Kommt mal drauf. Danke, dass du mich gerettet hast. Na, sehr gerne. Okay. Hier hat man Schatten noch weglaufen sehen, auch nicht schlecht. Genau, Sendereingang. Müssen wir jetzt irgendwas drücken? Müssen wir einfach wegfliegen? So easy? Nee, das kann's doch nicht sein, oder? Guck mal. Moment mal. Das ist der Beluga. Du hast die olle Kiste ans Laufen gebracht. Was hast denn du gedacht, wie wir hergekommen sind? Teleportation oder was? Oder Wunschdenken? Hätte ich ein bisschen mehr von dir erwartet, dass du mehr von uns sozusagen erwartest. Das habe ich von dir erwartet. Was ist denn, was war was, wenn ich da drauf gedrückt habe mit der Kiste, ne? Ah, wartet mal, guckt mal, das ist schon wieder hier voll das Rätsel. Jetzt hier rüber. Frage, ist das was Optionales oder müssen wir das jetzt machen? Geh mal nach oben. Heute ist übrigens das neue Astrobot erschienen. Da haben wir uns ehrlich gesagt alle total gefreut. Und das habe ich gestern schon gleich im Preload runtergeladen. Und da habe ich ja echt mega Bock drauf, denn ich mochte das auf der PlayStation 5 so sehr. Und jetzt? Und jetzt? Okay.
Cool. Und nun freue ich mich. Hallo, Controller-Meldung. Hä? Was? Ach so, und jetzt müsste theoretisch da drüben. Ach, guck mal. Ha! So, ranzoomen. So geht das. Oh, ich bin so schlau. So, und jetzt. Ach so. Muss ich da jetzt schnell. Ach, guck mal, ich könnte da theoretisch. Voll das Rätsel. So, dann lasst uns mal hier das wegbouncen. Und dann können wir nämlich hier mit dem Schalterchen die anderen rüberholen. Yay. Finde ich mega. Das sind auch die lustigsten Schalter aller Zeiten, muss man auch mal sagen. Hallo. So, dann rauf mit euch. Ratten. Oh. Schnell, alle in den Senderraum. Okay. Machen wir das jetzt hier mit Ausweichen? Ja, wow. Naja. War jetzt nicht so treffsicher. Okay. Ist denn irgendwas zu holen? Ne. Können wir hochklettern? Nö. Dann können wir hier in dieses Gefährt. Die Metro, U-Bahn, wie auch immer. Geht los. Ja, nach wie vor komisch, dass hier die Sicherheitsmaßnahmen eher so sind, aber ich glaube, die wollen uns zu sich locken. Ich habe so das dumme Gefühl. Ja, auf jeden Fall soll ja das Astrobot viel, viel umfangreicher sein und da habe ich richtig Bock drauf. Also das wird richtig gut. Ich feiere das jetzt schon. So. Ansonsten habe ich brav Visions of Mana weitergespielt. Ich liebe die Erkundung in dem Spiel so. Und das Kampfsystem werde ich jetzt auch immer wärmer. Es ist ja ein bisschen, finde ich, nicht ganz so hyperflott wie im Teil davor, also Trials of Mana. Aber ich mag die Klassenwechsel, den ersten habe ich jetzt schon. Und das macht total Spaß, damit so rum zu experimentieren. Aber ich merke, ich bin abends gerade übelst müde, dass ich gar nicht so viel spielen kann, wie ich möchte. Ach, guck mal, das ist doch wieder hier zum Fotografieren. Haben alles erledigt, wir kriegen doch den Code, oder? Hm? Ihr habt Kontrolle über den Langstreckensender? Das ist unglaublich. Ich arbeite so schnell es geht. Haltet durch. Machen wir. Düm, 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 düm. Oh, das ging schnell. Wenn die Bevölkerung rebelliert, muss die Alpha-Abteilung von hier fliehen. C8M6. C8M6. C... 8 6 Sender Ausrichtung. Und wir zerstören die Erde jetzt. Okay, Daten eingeben. Jetzt liegt es an dir, Jade. Okay. Daten nicht erkannt. Geschütztes System. Blockierung. 10. Sie blockieren die Steuerung. 9. 8. Nullo Problemo, Jade. Ich kümmere mich darum. 6. Amigos, Secundo el Magnifico zeigt euch, wer der Beste ist. 2. 1. System blockiert. Super Magnifico! Sieht eher nach Secundo el Superflasche aus! König der Idioten! Papst der Eierköpfe! Vielen Dank, mein kleines Ferkel. Wie nur? Öffne Systemdaten. Hallo, General Secundo. Zu Ihren Diensten. Ich habe Una Amiga, die einen kleinen Bericht übertragen will. Richte uns auf 21.3 aus, por favor, schöne Señorita. Ja, Sir, General. Daten geladen. Übertragung. Cool. Loyale Hylianer, mit
Mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde, die Doms, durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Jeder Tag bringt einen neuen Dolchstoß. Ein Freund... Amigos, señores, señoras y naturalmente señoritas. Haltet Augen, Ohren und alles andere abierto. Ich will eure Zeit nicht mit langen Reden vergeuden. Ich möchte euch nur die ganze Geschichte erzählen. L-Alpha-Abteilung sind Banditov, Verräter, Betrüger, Gauner, falsche 50er. Seht euch die Fotos an, die wir gemacht haben. Die Alpha-Abteilung steckt mit den Doms unter einer Decke. Die Alpha-Abteilung war es, die die Hylianer entführt und zu den Doms gebracht hat. Sind die Opfer erst auf dem Mond, wird ihnen alle Energie entzogen und sie sterben. Von Anfang an wurden wir getäuscht und manipuliert. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung euch auftischt. Haut ab! Die Ene stand so da wie, hä? Hab ich nicht verstanden. Erklärt das bitte nochmal. Por favor, Carson und Kinder! Die Kinder sind noch in der Domsbasis. Wir müssen sie holen. Aber erstmal sollten wir besser den Sektor evakuieren. Gute Strategie, Soldat. Leider zu spät. Macht's gut. Selbstzerstörungsprozedur eingeleitet. Okay, dann mal schnell hier abhauen und so. Wollen wir nochmal speichern? Schade. Danke für die schnelle Reaktion. Aber Gott sei Dank gibt es Autospeichern. Hallo? Was ist, warum? Ja, warum geht das nicht zu? Ich hasse Countdowns. Genau, ich meine dich, Final Fantasy 8. Oh, schnell, 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 raus, 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 raus. Und die Kinder, die sterben jetzt alle oder was? Ich hoffe, die nehmen die einfach mit. Rennt, hier fliegt gleich alles in die Luft. Aber ich fand das schön, wie die Uppala, wie die Rede dort gehalten haben. Ich weiß nicht, ob die das vorher einstudiert haben. Meine Bilder fand ich jetzt nicht immer so gut, muss ich sagen. Schnell zum Schiff. Los, rein mit euch. Aber ich finde das schon geil, wie die Bilder sozusagen genutzt wurden, die man geschossen hat, die man geschossen hat. Endlich haben unsere vertrauenswürdigen Kollegen von Iris die Wahrheit enthüllt. Die Hylianer haben sich verbündet, um die Alphas von Helis zu vertreiben. Und wieder einmal konnte der ehrenwerte Berufsstand der Journalisten seine wichtige Rolle in der Geschichte beweisen. Sehr schön. Ja, genau, um das nochmal kurz abzuschließen. Ich fand das mega cool, dass man die Bilder, die wir hier geschossen haben, um die Machenschaften aufzudecken, jetzt auch nochmal wieder verwendet hat. Ich fand jetzt die Bilder nicht immer so mega gut geschossen, aber egal, das fand ich einfach geil und gibt einem wirklich das Gefühl, ein Journalist zu sein. Das ist irgendwie geil. Endlich haben also. Puh, sag ich mal. Ich hoffe, wir schaffen das alles noch rechtzeitig. Sagte die Spinne zur Fliege. Traktorstrahl aktiviert. Das ist ja doof. So, ich hab einfach vergessen, mal zu sprechen. Ist auch mal schön, wenn ich still bin, ha? Aber nein, das ist nicht mein Let's Play-Stil. Deswegen versuche ich das mal hier wieder mit Pep-Talk irgendwie zu schaffen. Wir schaffen das. Ja, komm, super. Oh, jetzt müssen wir irgendwie ausweichen. Oh mein Gott, Hilfe. Und ich muss gucken, dass wir im Zweifelsfall hier das Reparierzeug noch einschalten. Ja, auch mir passiert das manchmal, wenn ich doch sehr konzentriert bin, dass ich meine Klappe halte. Wer hätte es gedacht? Ah, ich finde es auch gerade so schön, wie gesagt, ich gucke ja gerade von Nagoya das Dark Souls 1 Let's Play und die Sky, sie labert ja auch in einer Tour und ich finde das mega.
Aber wie gesagt, es gibt doch viele, die mögen das nicht. Das Rumgelaber kann ich auch verstehen, aber das ist ja so meine Art. Das soll sich auch ein bisschen von meinen privaten Durchgängen auch abheben. Und aber ich muss sagen, privat laber ich manchmal auch. Das fällt mir aber dann manchmal gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die... Nee, die müssen wir nicht kaputt machen. So, das muss ich treffen, ne? Genau. Das ist nämlich natürlich richtig peinlich, wenn ich dann merke, so, ich habe gerade 10 Minuten rumgelabert und es ist mir gar nicht aufgefallen. So, jetzt hier lang. Da, so. So, das, das noch. Das erinnert mich gerade an eine Mission von Final Fantasy VII Rebirth, die ich übelst nervig fand. Das war noch so ein Gefährt abschießen und ich habe mich übelst dumm angestellt, aber das war bei einigen Sachen bei dem Spiel, wo ich mich dumm angestellt habe. Wie viele, sag mal, wie Stellen hast du denn hier, die wir angreifen können? Meine Güte. Ja. Ich muss jetzt mal hier hoch. Dann... So. Zack. So. Auf jeden Fall nehme ich heute ein bisschen früher auf, weil ich gedacht habe, können wir heute Abend nämlich alle zusammen mal in Familie Astrobot zocken. Habe ich irgendwie. Da würde ich mich irgendwie drauf freuen. Oh, jetzt muss ich erstmal hier rein, Hilfe. Oh no. Oh no. Oh no. Jetzt kommt wieder gleich das. Genau, jetzt müssen wir. Genau. Sehr schön. Bam. Okay. Wenn wir den Traktorstrahl abschalten wollen. Ja, die Luft ist rein. Wir können ohne Probleme andocken, Miss Jade. Also wir hätten jetzt auch mega hier sterben können. Spinnending, um den Traktorstrahl abzuschalten. Muss ich das auch alles noch kaputt machen? Gar nicht. Bin jetzt gar nicht so sicher, ob das jetzt hier mein Main Focus ist. Da habe ich hier noch eine andere. Ach, vielleicht muss ich. Hä? Was? Wie? Wann? Wo? Kannst du mal kurz hier kurz weg, damit ich hier oben noch rankomme? Hier das hier? Nee. Hä? Wie komme ich denn da jetzt rein? Nochmal? Einfach reinfahren und andocken? Stand das da? Ich habe es leider nicht gesehen. Wir müssen einfach auf Kreis drücken, damit das Hovercraft rauskommt. Ah, okay. So, wenn ich jetzt hier rumfahre, ist das sinnvoll? Soll ich mal kurz gucken? Kannst du ein bisschen schneller, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Mach's jetzt einfach, weil ich kann. Ah, ne, die kriegt man ja nicht kaputt. Nö, ich glaube, das hat keine Relevanz. Hm. Egal, wir haben alle Perlen gesammelt, alle Tiere gefunden. Wir gehen jetzt einfach hier rein, so. Einmal andocken, bitte. So, da können wir erstmal speichern. Sehr schön. Ja, konnten wir fliehen, aber dann wurden wir doch wieder gefangen genommen, mehr oder weniger. Aber immerhin haben wir überlebt. Wow, no, das war jetzt richtig genial. Ich wusste, dass das passiert, ich habe es trotzdem versucht. Kannst du die hier... Genau, kannst du die bitte... Genau. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Page, machst du was? Oder stehst du jetzt nur rum? So. Und jetzt los. So, jetzt der hier. Den können wir auch gleich wegknallen. Bam, 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 bam. Genau, flieg mal weg. Und du bleibst einfach auf dem... Nee, komm, los hier. Achso, da müssen wir dran treten. Das werde ich vermissen. Das werde ich sehr vermissen. Und wir müssen jetzt da lang. Okay. Dann. Was hast du denn gehofft, hä? Jeder, den du geliebt hast, ist bereits tot. Deine Mutter, dein Vater, das Schwein und all diese kleinen Rotznasen. Wir haben ihnen alle Flüssigkeit entzogen, um selbst länger leben zu können. Er sucht dich. Er ist seit Jahrhunderten auf deiner Spur. Deine Tage sind gezählt. Mögen die Engel der Dunkelheit auferstehen. Da hast du uns jetzt ja noch einen schönen Monolog am Ende gegeben. Ganz toll. Wir müssen zurück zur Basis. Alle
Alle Gefangenen sind noch da. Okay, wir schaffen das. Es gibt noch eine Chance und wir werden sie nutzen. Ich habe Stimmen gehört. Ist sonst noch jemand am Leben? Nein, es ist niemand mehr übrig. Da muss noch, ja, wunderbar. Dann rein mit euch. So, und dann müssen wir jetzt wohin? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz gesehen. Ach so, wir müssen jetzt wieder zu unserem Schiff. Komm mal her. Was fliegst du denn auch alleine hier so rum? Man kannst du nicht... Landebahn in Sicht. Ah, dafür war das da. Ich habe mich schon gewundert, wofür das eigentlich da ist. Jetzt wissen wir's. Kavallerie! Nee. Gott, sie sind überall! Mhm. Loving it. So, kriegen wir das hin. So. So. Einfach schön. Den Raketen, das ist gut. Da muss ich nicht groß zielen, sondern einfach nur anvisieren und dann abschießen. Das ist total okay. So. So. Ich will wirklich alle besiegen. Das ist voll viel. So. Na komm. Ach stimmt, hab ich ja schon. Dann machen wir das mal noch. Und das hier hinten noch. Und das hier. Und die beiden. Vielleicht auch. Guck mal. Oh, gleichzeitig? Bleib mal hier, ich will dich. Nee, das hat nicht geklappt, leider. Wo ist er denn? Hier ist einer. Da ist einer. Oh, da kommen die jetzt immer wieder und ich muss einfach. Danke, das war gerade meine Frage. Muss ich jetzt wirklich alle wegkriegen? Nein. Guck mal, hier kann man landen. So, sehr schön. Sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich auf diese drei Plattformen treten und ins Innere der Basis. Ah, der war vorhin aber noch nicht da. Das weiß ich ganz genau. Obwohl, ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe es so übersehen, aber doch. Den gab es vorher nicht, weil da hatten wir ja unten gleich den M-Disk-Laser. So. Ich bin ja auch so froh, dass wir hier weitestgehend bugfrei durchgekommen sind. Ich hatte echt Angst vor solchen Game-Breaking-Bugs und ich hoffe, mir passiert jetzt keiner. Danke für alles, meine Freunde. Oh, das große Gewölbe. So bist du endlich zu mir zurückgekehrt. Du hast deinem Meister gut gedient, Shani. Du alleine hast die Hylianer zu mir gebracht. Sie sind dir blind gefolgt. Miss Jade? Dort kauert Makar! Ah, eine Falle! Die Steuerung funktioniert nicht mehr. Du bist nicht, was du denkst. Das Schwein hat deine Wurzeln vor dir verheimlicht. Jay, nein! Hör nicht auf ihn! Du bist die Quelle meiner Macht, das Instrument meiner Stärke. Dann nahmen sie dich mir weg, in der Hoffnung, mich zu zerstören. Aber ich überlebte, indem ich mich nur von den unwürdigsten Opfern ernährte. Du wurdest ein Mensch, aber du bist nicht wie sie. Du gehörst mir, Shani, und ich werde den Mensch in dir töten. Jane! Shani, Dunstindra! Okay, ich mache hier mal ganz kurz Pause. Weil, nee, mache ich nicht. Ich habe jetzt überlegt, ich würde gerne dem die Herzcontainer wiedergeben. Ja, aber ganz kurz, ne? Also Shani, also Jade scheint eine, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Doms zu sein, in menschlicher Gestalt. Und er möchte diesen menschlichen Part jetzt töten, um wahrscheinlich an die Macht zu kommen oder wie auch immer sie als Königin zu nehmen, ich weiß es nicht. Und hat natürlich jetzt alle Hylianer hierher gelockt und will da wieder irgendwas raussaugen. Das ist natürlich scheiße. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie kriegen wir ihn jetzt eigentlich hochgeheilt, wenn er was hat? Wie kann ich denn das dann machen? Wie heile ich ihn im Kampf? Ich kann ja schlecht mit ihm jetzt quatschen und ihm sowas übergeben. Das geht ja nicht. Oder heilt es uns beide, wenn ich was esse? Nee, ne? Oh Gott. Muss ich den jetzt fotografieren? Also hier so... Ja, tatsächlich. Oh, okay. Was passiert jetzt?
Okay, aha. Kann ich das einfach kaputt hauen? So vielleicht? Guck mal, hier sind verschiedene Pages. Ach so, ich muss jetzt die Schweine nehmen, um die wegzuhauen. Okay. Nee. Nee. Wie ging das denn nochmal? Nee, ich muss die... Oh, ich krieg's schon wieder nicht gebacken. Wie war das denn? So, jetzt hier. Okay, einer ist schon weg. Geh doch mal weg, Mensch. Ach so, ich muss einfach... Darf nicht gleich draufdrücken. Ja, so. Ach so. Ja, das geht natürlich auch. Direkt dahinter werfen. Finde ich gut. Oh, warum? Warum kriege ich jetzt so viel Zeug? Ich kann mir doch sowieso nichts kaufen. Oder könnte ich das ins New Game Plus mit überführen? Oh. Okay, gut. Ja, dann. Warte. Ich finde dieses Vieh irgendwie total gruselig. Kannst du bitte mal... Hallo? Was soll die Scheiße? Du spinnst wohl hier. Piss dich, du dummes, hässliches Teil. Du siehst aus wie so ein Fischskelett mit drei Augen. Bah. Hallo? Hast du es verstanden? Du sollst weggehen. Piss dich. Weg. Husch. Oh, hier muss ich aufpassen, weil sonst... Ist mal was, Mausi? Mausi, du sollst was essen. Hast du gemacht. Sehr schön. Ah, hier muss ich einfach wirklich um mich schlagen die ganze Zeit. Genau, und immer aufpassen, welche Richtung es kommt. Nach vorne. Rechts. Oben, hä? Okay, das habe ich jetzt natürlich nicht hinbekommen. Ach, Mensch. Immer da einen Wurm drin hast. Links. Oh, vorne. Rechts. Und ich habe gerade eine ganz komische Ahnung. Mal gucken, ob sich das bestätigt, ob ich mir das jetzt richtig im Kopf habe. Oh, mein Gott. So. Wie oft muss ich das denn machen? Och Mann, geh mir doch nicht auf den Zeiger. So. Ja. Oh Mann, mir tut schon irgendwie der Finger weh. So, weil ich glaube, je mehr ich den, jetzt rechts? Ich weiß nicht, ich habe nicht richtig verstanden. Mann, ist das eine Scheiße. So. Und jetzt, oh, ich krieg's nie hin. So. Puh. So. Links. Geradeaus. Rechts. Hä, wie krieg ich den dort oben hin? Guck mal, dann geht er wieder. Rechts. Links. Geradeaus. Rechts. Jetzt habe ich gedacht, ich muss den... Ich krieg's nicht hin. Ich dachte, ich muss dann meinen Supersprung machen, aber es funktioniert nicht. Mann, es ist bestimmt super easy und ich bin einfach zu blöd. Oh, sowas frustriert mich. So, jetzt kommt er oben. So, und es funktioniert nicht. Muss ich dort irgendwie doof ausweichen? Kann ich nochmal versuchen. Wenn da oben ist, dass ich ausweiche. Kommt er wieder rechts? Guck mal. Ist wieder rechts. Oben. Guck mal, ich hätte einfach ausweichen müssen. Oh mein Gott. Okay, jetzt ist wieder hier die Party-Action. Kommt Paige jetzt mal. Wow, was? Wie? Nee, oh mein Gott. Quatsch. Wie komme ich denn jetzt? Soll ich so hier, ja? Soll ich euch abschießen? Wie muss ich denn euch jetzt? Okay. Okay. Bist du jetzt unser Nee, du bist nicht unser Typi. Achso, oh mein Gott. Was ist da gerade irgendwie alles gleichzeitig? Okay. Ach so, jetzt... Was war jetzt los? Ja, jetzt kommt so ein richtiger Scheiß. No, genau, nach links laufen heißt es nämlich nach rechts gehen und nach rechts gehen heißt nach links gehen. Oh, herrlich, loving it. Ich bin da sowieso schon verwirrt. Wir kriegen das hin. Das Problem ist, bei den Kämpfen ist es... Also,
Bei den Kämpfen ist das kein Problem. Wenn aber diese Reihenfolge wieder kommt, werde ich richtig schön durcheinander kommen. Ja, das wird herrlich. Das wird herrlich, genau. Scheiße. Ah nein, jetzt war es, genau, jetzt habe ich falsch gedacht. Ach, nee, das sag ich jetzt nicht, das Wort. Ach Mann, jetzt bin ich so verwirrt. So. So. Was machst du denn für warum hast du... Ich hab die ganze Zeit auf Angriff gedrückt. Meine Güte. Ach, das war doch jetzt richtig scheiße. So. So. Oh Mann, das war jetzt viel schneller. Voll unfair. Aber das fand ich jetzt doof. Auf einmal, was der die ganze Zeit rumlabert. Ah. Oh. Boah, ich schwitze wie ein Schwein. Ha, schwitze wie Paige. Mwahaha. So, ihr Lieben, ich war mir jetzt ehrlich gesagt nicht mal richtig sicher, ob jetzt hier nochmal eine Szene kommt, aber vielleicht kommt noch irgendwie so eine Abschlussszene dann, so, weißt du, wisst ihr, nach den Credits, aber ja, das war das Ende von Beyond Good and Evil, krasser Kampf nochmal am Ende, muss mich jetzt erstmal sammeln, weil ich schwitze total und ich bin gerade auch wieder so emotional aufgewühlt, weil, ach, das ist einfach so ein schönes Spiel war. Immer habe ich das Gefühl, ich muss weinen, wenn ein Let's Play zu Ende ist. Aber es ist eben auch immer so Abschluss wieder so mit der Zeit, mit die man jetzt damit verbracht hat, mit dem Spiel, ne, was man in der Kindheit, Jugend gespielt hat. Und das war oft ja auch eine schöne Zeit gewesen, wo man seiner Fantasiewelt gelebt hat. Und wenn das Let's Play zu Ende ist, denke ich immer so, das war so schön, ich möchte weiterspielen. Ich habe mir natürlich wieder mal eine Liste angefertigt, was ich hier am Ende alles so besprechen möchte. Die meinen Let's Plays kennen, wissen das. Ich bin natürlich immer so dumm und verlegt die Liste jedes Mal, dass ich die immer neu schreiben muss. Dementsprechend habe ich mir wieder mal eine neue Liste geschrieben.
Also, ich möchte gerne erstmal über das Setting sprechen. Das ist ja irgendwie so eine coole Mischung zwischen so Sci-Fi und aber irgendwie auch nicht. Ne? Es spielt ja irgendwie in diesem Universum, gibt verschiedene Planeten, wir sind auf Hillis. Dort ist es teilweise recht natürlich gehalten, aber auch technisch sehr fortgeschritten. Und somit finde ich das Setting eigentlich sehr einzigartig. Und wir sind ja echt, wie gesagt, auf Hillis unterwegs gewesen. Wir waren am Leuchtturm, in Höhlen gewesen, in irgendwelchen Fabriken, Schlachthäusern, in Städten, am Ende sogar auf dem Mond. Ja, wer nicht, ne? Und müssen wir mal gucken, ob wir hier im Hintergrund immer irgendwelche Hinweise sehen. Nicht, dass wir irgendwelche Storyparts verpassen. Also sprich, ein ganz, ganz außergewöhnliches Setting, weil ich bin jetzt nicht so ein Freund von irgendwelchen Spielen, die im Weltraum irgendwie stattfinden. Wenn das jetzt so Weltraumanteile hat, wie auch in anderen Spielen, dann stört mich das nicht, aber ich hätte jetzt keinen Bock so auf ein Spiel, was komplett im Weltraum stattfindet. Obwohl bei Rogue Galaxy ist vielleicht was anderes, aber da geht es ja um die einzelnen Planeten, aber das nur so nebenbei. Deswegen mag ich einfach dieses Setting total, weil das ist für mich immer noch relativ frisch und unverbraucht und hat so sämtliche Sachen dabei, die oft auch JRPGs oder generell RPGs so dabei haben. Ich finde den Grafikstil extrem cool. Der ist so, ja, so 2000er, wie teilweise dann auch dann zum Beispiel die 3D-Raymans und sowas hatten oder Prince of Persia. Ich finde, das war so ein ganz typischer PS2-PC-Grafikstil, der für mich jetzt auch in dem Remaster insgesamt gut gealtert ist, weil es hat eher auch jetzt nicht so einen comic-mäßigen Stil, aber ja, wie gesagt, es ist einfach der Grafikstil meiner Kindheit, ne? Den finde ich total schön. Und dementsprechend, finde ich, ist der auch wieder super zur Geltung gekommen. Ich finde, die haben das total schön aufgewertet. Ich hatte mir, glaube ich, mal Vergleich angeguckt zwischen dem Remaster von 2013 und jetzt der Anniversary Edition. Ich finde, die haben schon noch mal ein bisschen geschraubt, wirkt auch so ein bisschen polierter, ein bisschen glatter, ein bisschen spiegeliger, speckiger, könnte man jetzt in Pages Fall sagen. Und finde, das sieht wirklich schön aus. Ich habe es jetzt auf dem großen Fernseher nur ab und zu mal gesehen, aber gespielt habe ich es ja hier bei mir am kleineren Monitor. Und das sah es aber bei beiden ganz gut aus. Wie gesagt, Grafik finde ich schön. Ich habe jetzt auch keine großen Bugs oder sowas mitbekommen. Also wie gesagt, ich achte da jetzt auch nicht so mega drauf. Ich finde, die Grafik ist dem Spiel entsprechend irgendwie auch niedlich gehalten. Man muss auch mal sagen, jetzt hyperrealistische Grafik bei den ganzen Tierchen, komme ich dann auch gleich nochmal dazu, die es ja so gibt, also auch bei den Personen, hätte vielleicht doch ein bisschen affig gewirkt. Ne? Also ich bin froh, dass die das so gut überarbeitet haben. Von der Story her, ich liebe die Story einfach, weil wir, sag ich mal, die Geschichte durch Jades Augen sehen und auch vor allem durch die Augen der Kamera. Und es fängt ja wirklich an von, ne, man startet auf dieser Leuchtturminsel und da passiert was und dann kommt so die Handlung ins Rollen. Oh, guck mal, da haben wir noch ein Bild von allen. Ohne Jade. Die hat bestimmt das Bild geschossen, oder? Wir gucken uns erstmal kurz die Bilder hier an. Kann schon sein, dass sie die Bilder gemacht hat, ne? Weil sie ist ja die Fotografin. Deswegen würde das erklären. Und Selbstauslöser gab es da wahrscheinlich jetzt nicht in dieser Epoche des Planeten. Ja, vielleicht gucken wir uns die erstmal ein bisschen an, dann quatsche ich weiter, weil das finde ich jetzt doch. Ich finde, das braucht jetzt mein Augenmerk. Guck mal, da ist sie doch drauf. Aber der hat die Augen so zu. Das sieht aus, als würde die. Lebt die? Ist die tot? Nee, die lebt, ne? Jade lebt. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber da haben sie bestimmt ein Selfie irgendwie gemacht. Obwohl, da hat sie die Augen so. Das hat jemand von den beiden geschossen. Es wäre ein bisschen eklig, wenn die tot wäre und dann würde so, komm, wir machen so ein Foto miteinander. So, jetzt kommt bestimmt nochmal was. Toll. Also, ja, das ist jetzt so ein bisschen das Problem an dem Spiel, dass es
die Fortsetzung auf sich warten lässt und wir wissen auch nicht, ich weiß gar nicht so richtig, ob wer dort eine Rolle spielt. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt jetzt gar nicht sicher, lebt Jade jetzt überhaupt noch? Ist sie bei den anderen? Was ist mit Paige jetzt? Der hat ja diese Doms-Krankheit. Ja, es ist so, ich hasse es so Cliffhanger, wenn die wirklich fest geplant ist, dass es in zweiten Teil geben wird. Aber da habe ich jetzt schon viele, viele Jahre gehabt, um mich damit irgendwie abzufinden. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es diesen zweiten Teil jemals geben wird. Und wenn, dann schlägt er, glaube ich, eine andere Richtung ein. Aber anderes Thema. Wir waren beim Thema Story. Genau, wir erleben das, wie gesagt, auch durch Jades Kamera. Die Geschichte entwickelt sich ja erst im Laufe so, dass wir, sag ich mal, diesen Auftrag kriegen und macht mal hier ein paar Fotos und dies und das. Und dann zeigt sich ja dieses Iris-Netzwerk, wo wir dann später auch feststellen, dass Paige ja auch, sag ich mal, der Strippenzieher dort ist. Paige wird ja relativ schnell auch entführt, ne? Das wusste ich ja gar nicht mehr so genau. Dann tritt ja Double H auf. Und ich finde die Geschichte einfach mega spannend erzählt. Also die ist wirklich kurz und knapp. Das ist keine Riesengeschichte. Ne? Wenn man, glaube ich, jetzt hier ohne Nebenzeug hintereinander wegspielt, spielt man bestimmt nicht länger als 6-7 Stunden. Deswegen auch wahrscheinlich der Speedrunner-Mode, den man hier auch machen kann. Aber ich finde, die Geschichte erzählt sich ja auch so ein bisschen durch die Nebensachen, die man so macht und durch die Menschen, mit denen man auch so interagieren kann. Ne? Also wie gesagt, Story finde ich total geil. Von diesem ja, außerirdischen Volk, was so das eigene, den Planeten irgendwie malträtiert mit so einer Alpha-Abteilung zusammen und die Menschen irgendwie benutzt. Ich habe es gar nicht so richtig verstanden. Haben die Menschen jetzt so wie ausgesaugt, um sich selbst an Leben zu halten? Ne? Und auch mit der Suche nach Jade, dass die irgendwie ihre Kraft dort nutzen können. Und am Ende hat sie ja wirklich alle scheinbar auch wiederbelebt und vielleicht hat das auch hier so die letzten Kräfte gekostet. Also wie gesagt, wenn ihr da Ideen zur Story habt, wie ihr das alles so seht, gerne her damit in den Kommentaren. Das finde ich irgendwie spannend, weil ich habe mich jetzt mit der Beyond Good and Evil Lore jetzt auch nicht so mega beschäftigt. Aber wie gesagt, das Ende, das ignorieren wir ein bisschen. Wir denken uns einfach, Jade lebt, die hat jetzt die Fotos gemacht und auf dem einen Foto hatte sie die Augen zu, weil sie ein bisschen müde war. Und was der Paige gesehen hat, das sind posttraumatische Erscheinungen. Der hat dort nichts, ne? Also alles super, alles friedlich, alles cool. Ja, und wie gesagt, Nebengeschichten gab es ja in dem Sinne jetzt nicht so. Man hat eben über die Welt und über die Leute auch viel erfahren, wenn man den Newsletter bestellt hat, wenn man mit den Leuten gequatscht hat. Und das ist schon mega gut für so ein kleines Spiel aufgebaut. Und das muss ich eben auch sagen, das Spiel ist nicht sehr umfangreich, aber es kommt mir so umfangreich vor, weil man so viele Sachen machen konnte. Das finde ich ist echt, das haben sie echt gut gemacht. Ja, bei den Charakteren, ich liebe Jade, ich liebe ihre Stimme, ich liebe ihr Design, ich liebe ihre Art, ne, die ist auch so ein bisschen draufgängerisch, aber die ist auch sensibel, ne, und will sich um ihre Leute kümmern, fragt sich natürlich auch viel, was ihre Vergangenheit angeht. Ach, mir fällt gerade ein, ich will mal das Bei Quests will ich noch dieses neue Quest mal mit aufschreiben, dass ich das nochmal erwähne. Neues Quest. Man weiß ja über sie gar nicht so viel. Man findet Stück für Stück immer ein bisschen was raus, aber es wird auch nicht übererzählt. Und am Ende merkt man dann schon, was so los ist, aber siehst du, dass man denkt so, bam, hier ist alles. Ne? So erfährt das so Stück für Stück. Ich finde die von der Art einfach super cool, weil die sich kümmert, aber die traut sich auch übelst was. Ne? Das muss man, und wie gesagt, ihre Waffe ist nicht ihr Stab, sondern ihre Kamera. Das ist irgendwie cool, um diesen Journalistenberuf auch nochmal einfach so in ein gewisses Licht zu rücken. Paige, mega, einfach schon wegen seines Aussehens. Wann hast du mal ein Schwein gespielt? Da hat es einen Schwein als Kameraden gehabt. Ich finde seine Sprüche mega geil und er ist ja auch mehr als das, was er vorzugeben scheint. Na, er ist ja auch, wie gesagt, der Strippenzieher bei Iris. Verheimlicht natürlich auch ein paar Sachen vor Jade, aber natürlich, um sie zu schützen. Also ihn mag ich total. Double H finde ich total lustig, so von der Art, vom Design. Jeeps Charakterdesign rede ich dann generell vielleicht nochmal. Das sage ich immer bei der Person immer. Das passt schon ganz gut. Mit seiner Rüstung und so wirkt es so ein bisschen trottelig, obwohl das eigentlich nicht ist. Ich mag die Stimme auch von ihm total, auch von Paige. Der hat jetzt nicht so, also keiner der Charaktere hat so eine mega krasse Tiefe, aber es braucht es doch irgendwie nicht immer, ne? Der will einfach das aufdecken, aber wir erfahren ja über Double Ages insgesamt gar nicht so mega viel, aber auch über Paige auch nicht so mega viel. Naja, dann vielleicht durch das Bonus-Quest so ein bisschen. Ja, und dann hast du eben auch so viele Nebencharaktere wie die Mamago-Zwillinge, die natürlich überzeichnet sind, das Wismar. Dann auch in der Akuda-Bar, unseren liebgeliebten Hai. Unsere Kuh an der
am Tresen oder im Iris-Netzwerk unten die Leute, auch die Gouverneure. Ne? Also du sagst, das fügt sich alles gut in den Cast ein und ich liebe das, dass die so eine krasse Artenvielfalt, nicht nur bei den Fotos, die wir machen können, sondern auch bei den Menschen, also Menschen in Anführungszeichen, mit denen du interagieren kannst, so eine Artenvielfalt, das wünsche ich mir tatsächlich in anderen Spielen genauso. Das finde ich richtig gut, das gefällt mir. Und ich fand, die waren alle auch sehr, sehr liebevoll vertont und auch ausgearbeitet. Und ja, das fand ich einfach, das hat mir richtig gut gefallen. Auch die Bösewichte, ne, diesen Doms-Typen, ja, das war jetzt nicht so der krasseste Bösewicht. Nee, von der Alpha-Abteilung, das war so ein klassischer, oh, ich hab Glatze und bin so ein bisschen kräftiger und bin böser. Aber so die Doms, so als, oh, was sind die, so ein bisschen geheimnisvoll, ne, fand ich gut, aber jetzt auch nicht so überdimensional böse, sondern eher so geheimnisvoll. Und ich fand das, auch das Design am Ende in diesem Kampf, das war schon irgendwie krass gewesen. Ja, dann, wenn wir mal so Richtung Gameplay mal gehen, bestand ja so aus diesen Erkundungen, verschiedenen Minispielen und Kämpfen. Erstmal zum Thema Kampf. Nach wie vor finde ich, Kampf ist hier tatsächlich so Mittel zum Zweck. Das macht man immer mal so ein bisschen. Man hat keine großen Attacken, die man machen kann. Und man muss doch insgesamt wenig kämpfen. Ich finde das Kampfsystem okay so. Man kloppt so ein bisschen drauf, kann man so ein bisschen lange auf Viereck drücken. Man kann auch mal auf Dreieck drücken, damit die anderen was machen. Aber es ist jetzt kein übelst krass ausgearbeitetes Kampfsystem. Ich glaube, das sollte auch genauso sein. Deswegen finde ich das total okay. Ich fand die Bosskämpfe trotzdem fordernd, weil man auch dann die Kamera noch mit einsetzen musste. Da war ich ja sowieso mal ein bisschen verwirrt. Deswegen finde ich total in Ordnung. Generell zum Gameplay fand ich cool, dass man mit dem Hovercraft unterwegs war oder dann jetzt sogar mit dem Raumschiff sozusagen. Das hat Spaß gemacht, dort auch immer mehr zu erkunden und das Gefühl zu haben, von wir können mehr von der Welt sehen, wir können neue Sachen erreichen. Das finde ich super, dass man auch diese Sachen auch immer upgraden konnte, klar im Verlauf der Story, aber auch so konnte man sich ja Sachen kaufen, um die Energieanzeige zu erhöhen. Das fand ich auf jeden Fall cool. Mir fällt noch ein, bei den Charakteren, auch diese alternativen Outfits, fand ich auch cool, dass man da mal wechseln konnte. Wie man das beim Beluga und beim Hovercraft gemacht hat, habe ich ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Egal. Ja, gab es Rätsel? Naja, das Rätsel am Ende jetzt so ein bisschen mit diesem Licht. Ja, Rätsel. Na gut, man musste schon immer so ein bisschen gucken, aber ich finde, Rätsel lag eher darin, dass man gucken musste, na, wie schleiche ich am besten und sowas. Ne? Also wie gesagt, so viel war Schleichen. Schleichen ist ehrlich gesagt gar nicht meins. Deswegen ist ein Kompliment an das Spiel, dass ich das trotzdem so abgöttisch liebe. Ich glaube, das ist nicht das schwerste Schleichen, was es in dem Spiel gibt. Ich glaube, das kriegt man auch gerade mit diesem automatischen Speichersystem, kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Hat mich manchmal schon ein bisschen frustriert, wie man es gemerkt hat, aber man kam irgendwie gut durch. Aber ich verstehe es auch, wenn es darum geht, Machenschaften aufzudecken, sollte man vielleicht doch eher schleichen und nicht reinrennen und sagen, hier bin ich mache jetzt ein Foto, tschüss. Das wäre ein bisschen dumm. Aber ich fand das auch cool, dass man auch so bonusmäßig auch diese Alpha-Abteilungen infiltrieren konnte, dann manchmal auch wegrennen musste, um die Perlen zu bekommen. Denn die Perlen waren mein Lebenselixier des Spiels. Ich habe die Perlen geliebt, diese 88 Stück zu sammeln. Das hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Also das hatte ich auch echt von Anfang an Lust, die alle zu sammeln. Genau, dass man die Codes sich immer zusammensuchen musste durch Gespräche oder dann, was er gefunden hat. Mich nervt immer noch, dass ich nicht rausgefunden habe, was mit diesem blöden Blumenstrauß ist. Da gibt es bestimmt noch irgendeine Geschichte dahinter. Ja, auch wenn ich manchmal die Codes schon hatte und wusste es nicht, ne? Und dass man sich das auch so erarbeiten muss. Man hatte einen neuen Schlüssel bekommen, konnte wieder eine neue Alpha-Abteilung rein, konnte dann wieder neue Perlen holen. Und ich fand das Schleichen dort und das mit diesen ganzen Laserstrahlen manchmal auch gar nicht so leicht. Und das hatte eben wirklich so einen geilen Charakter von, ich infiltriere euch und ich zeig's euch richtig. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ja, dieses Pin-Spiel hier mit dem Hai, ja, an sich finde ich das super, aber ich fand das echt von der Steuerung sehr unpräzise. Am Ende hat es ja dann ganz gut geklappt, aber hat mich manchmal schon ein bisschen genervt. Aber ich fand das cool. Die Räuberhöhlen fand ich auch geil, die fand ich auch zunehmend schwerer, aber es hat auch Spaß gemacht. Dann das neue Quest hat mir Spaß gemacht, dass man wirklich vor allem über Jades und Pages Vergangenheit ein bisschen was gelernt hat, gerade zu Pages. Jades Mutter. Ich vermute mal, es wird jetzt nicht ihre leibliche Mutter gewesen sein, aber es ist ja auch egal. Und wie sie mit ihren Buddies dort so aufgewachsen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, macht dort einfach ein Spiel draus. Ey, wie ist, keine Ahnung, wie die dort aufgewachsen sind und wie die es geschafft haben, den Page und die Jade dort wegzuschiffen.
Dann macht doch das bitte einfach auch gerne in dem Stil. Ihr müsst kein großes Open-World-Weltraumschiff-Spiel irgendwas machen, was nie erscheint. Ich brauche das nicht. Vielleicht braucht es jemand anders, aber ich brauche es tatsächlich nicht. Ja, und die größte Mission, Nebenmission in diesem Spiel war einfach mal das Fotografieren. Und ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde, das ist für mich eine der geilsten Nebenquests, die man machen konnte. Ohne dass permanent irgendwie Dialog dazwischen kam. Man hat einfach nur die Welt beobachtet, weil ich sag mal, ich laufe manchmal, also bei Videospielen gucke ich schon gerne, dass ich mal stehen bleibe und die Szenerie genieße, aber ich gucke auch nicht auf jedes Detail und da musste man es einfach. Klar hat mir dann auch ein bisschen die Map geholfen, aber wie cool war das wirklich, diese ganzen Arten sich anzugucken. Die wurden hergestellt nur für ein Foto, ne? Und das muss ich sagen, das ist echt eine der geilsten Quests, die ich jemals gemacht habe. Mir hat das wirklich Spaß gemacht, jedes Tier, jedes Lebewesen dort irgendwie zu fotografieren. Also wirklich, das gerne auch nochmal in anderen Spielen, hätte ich kein Problem damit. Aber es machte natürlich auch von der Story total Sinn. Es war nicht einfach nur, hier hast du nichts zu tun in deinem Spiel, dann kannst du mal noch ein paar Fotos schießen, ne? Und es ging ja wirklich darum, den Artbestand nochmal zu fassen. Ja, Speichersystem fand ich auch in Ordnung, ne? Aber es war mit dem automatischen Speichersystem noch ein bisschen einfacher. Ach, mir fällt gerade ein, ich wollte ja eigentlich nochmal dieses Perlen-Minispiel von Isam nochmal spielen. Naja, egal. Ja, gab es jetzt noch irgendwas an Nebenzeug, was ich vergessen habe? Ich fand das schön, aber ich kann nicht das bei Lieblingsort nochmal mitnehmen. Bei den Quests, lass mich noch mal kurz überlegen. Quest, was konnte man nebenbei so machen? Man konnte mit den Leuten quatschen, Räuberhöhle. Man konnte so Kisten einsammeln, konnte eben Zeug kaufen. Ja, ich glaube, das war schon im Groben so alles. Musik, ich liebe den Soundtrack. Ich habe den tatsächlich heute angefangen zu hören und habe gedacht, oh, es ist wirklich so ein schöner Soundtrack. Da fängt die Stimmung so mega ein. Ich liebe das, wenn du, ich glaube, das erste Mal rauskommst nach Helis, dieses mit dem Klavier. Liebe ich. Ich liebe auch Ist die Overcraft. Erste Mal Platte. Und natürlich Propaganda. Das klingt so ein bisschen wie In the Club oder In the Club von hier 50 Cent, war das? Also ich finde den Soundtrack mega. Der ist wirklich, ich finde den so kompakt, ich finde den so stimmungsvoll. Ich werde ihn definitiv morgen noch weiterhören. Und ganz, ganz tolle Musik. Ja, so Lieblingsstelle, Lieblingsort. Ich würde das mal zum Ort anfangen. Ort, also ich habe auf der einen Seite diese Straßen, dort, also diese Hillis Stadt habe ich gemocht. Ich fand das schön, einfach so mit den Passanten auch zu quatschen und auch zu sehen, wie sich das so entwickelt, ne? Wie die dann protestieren. Ich glaube tatsächlich Ort so draußen einfach durch auf Hillis so mit dem Hovercraft fahren und so gucken, das hatte einfach so ein übelst großes Gefühl von Freiheit, obwohl das gar nicht so groß waren. Aber ich mochte auch total die Höhlen mochte ich total. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen mechanischen, ne, Schlachthaus, Alpha-Abteilung, das ist okay, das mache ich mit und sowas. Aber tatsächlich alles, so was ein bisschen natürlich angehaucht hat, das waren so meine Lieblingsorte. Und Lieblingsstelle? Gab es eine Lieblingsstelle? Das muss ich mal ein bisschen überlegen. Hatte ich eine Lieblingsstelle? Ich glaube, die Höhlenerkundung. Ich glaube, diese erste Höhle, die wir erkundet haben, die mag ich einfach, weil da hängen auch so extrem viele Erinnerungen dran. Und deswegen ist, glaube ich, das eine meiner Lieblingsstellen. Gab es eine Hassstelle? Naja, ich sag mal so, wenn ich verloren habe gegen unseren Francis, fand ich das nicht so geil. Deswegen habe ich das auch nur in gewissen Dosen gemacht. Und, aber ansonsten gab es jetzt Hassstellen, die ich richtig scheiße fand. Ja, das Schleichen, wie gesagt, das macht mir nicht immer so Spaß, aber wir sind ja ganz gut durchgekommen. Es ist ja auch kein Dark Souls, muss man auch mal sagen, ne? Gab es Hassorte? Ich würde sagen, wenn mir Orte wirklich am wenigsten gefallen haben, dann ist es tatsächlich alles, was so sehr mechanisch war. Das ist, gefällt mir. Das heißt nicht, dass ich das doof fand, aber von allen Sachen hat mir das am wenigsten gefallen. Fail-Stellen, da hat man ja genug. Wenn ich irgendwie nicht wusste, dass ich einen Code schon hatte oder wo kriege ich die M-Disk her, habe ich doch gerade gesagt, das kriegt man bei der Fotomission oder ich verliere die ganze Zeit gegen Francis. Also das war manchmal schon ein bisschen failig, aber ansonsten war das eigentlich okay. Ich werde definitiv noch so lange labern, bis hier der Bildschirm fertig gelaufen ist. Ich hoffe, da geht es nicht 10 Minuten, weil meine Liste ist eigentlich jetzt abgearbeitet, aber mir wird doch bestimmt noch ein bisschen was einfallen.
Na, ich frage mich so ein bisschen, ob das es wird, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, dass ich dieses Spiel spiele, weil ich habe schon wieder gemerkt, ich glaube, ich habe das so 2013 das letzte Mal gespielt. Ich habe auch extrem viel vergessen gehabt. Es gibt ja Leute, die spielen ja Spiele gar nicht nochmal. Aber ich mache das tatsächlich ganz gerne, weil ich auch viele vergesse, weil ich einfach auch sehr viele Videospiele spiele. Und ich mag das einfach, auch das Gefühl beim Spielen nochmal zu haben, was ich damals zu der Zeit hatte, wo ich es gespielt habe. Obwohl ich auch, das habe ich auch bei anderen Let's Plays schon gemerkt, merke auch, dass diese Gefühle, die man manchmal so hat, die werden auch Stück für Stück auch ersetzt mit neuen Gefühlen, die ich so beim Spiel habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das nächste Mal spiele, in 10 Jahren, dass ich vielleicht eher so diese Let's-Play-Gefühle so ein bisschen habe. Und ich war ja am Anfang echt ein bisschen auch unsicher. Oh, machst du jetzt Beyond Good and Evil? Und dann habe ich so gedacht, oh, du willst es ja sowieso privat spielen, mach's doch als Let's Play. Und ich finde sowieso, dass das Spiel viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil ich finde, das ist nach wie vor so eine Spieleperle und das ist jetzt eben so mein Beitrag, den ich dazu leiste. Und ich bin jetzt nicht so der Ubisoft-Verfechter, weil ich finde, die machen auch Spiele, die mich oft nicht so ansprechen. Und haben auch manchmal so Entscheidungen getroffen, wo ich gedacht habe, okay, hätte ich jetzt anders entschieden. Aber ich weiß gar nicht, war Prince of Persia auch Ubisoft? Genau, und das waren für mich damals so Beyond Good and Evil, Prince of Persia 1, 2, 3 und dann auch das Reboot oder es waren damals noch so viele Ubisoft-Spiele. Die haben einige Spiele damals so in dem Stil gemacht, die mir gut gefallen haben und deswegen, das ist aber eins, das habe ich ganz besonders in Erinnerung. Ach ja, deutsche Synchro. Muss ich sagen, ist für eine deutsche Synchro, finde ich die mega gut. Klar ist die manchmal auch ein bisschen hölzern, aber ich finde, die Stimmen passen total. Klar passt das auch manchmal zu den Mundbewegungen nicht so richtig, aber da kann auch erstmal keiner was für. Manchmal war das auch ein bisschen versetzt, aber ich finde, die passen so von der Stimmfarbe sehr gut, auch wie sie es gesprochen haben. Ich finde, für die Zeit, wann kam das raus? 2000 schieß mich tot. Hat das einen mega guten Eindruck gemacht. Ich finde, es gibt teilweise heute deutsche Synchronisationen, wo ich so denke, boah, ey, wen habt ihr euch da angelacht? Das geht ja gar nicht. Und ich finde, die haben das sehr hochkarätig auch besetzt. Also, ich weiß nicht, ob das hochkarätische Leute sind, aber ich finde, es klingt für mich. Ich weiß, dass die Stimme von der Jade damals die Stimme von Jessica Alba war, die sie bei Dark Angel hatte. Das war auch eine interessante Serie. Nach 2 Staffeln leider abgesetzt. Also wie gesagt, das ist wirklich war schön gewesen. Es sind insgesamt 14, 15 Parts geworden. Ich habe ja gedacht, es werden vielleicht so um die 20. Aber ich war jetzt insgesamt doch schneller mit den Sachen fertig. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht vermutet. Ich hatte echt so mit 15 bis 20 Stunden gerechnet. Und das sind ja dann in der Regel so immer um die 20 Parts. Aber das ging jetzt dort doch relativ schnell. So, was kann ich in euch jetzt noch so ein bisschen zulabern. Na, was würde ich mir denn jetzt, angenommen jetzt wirklich, wir würden jetzt mal davon ausgehen, schaltet einfach ab, wenn es euch zu doof ist hier am Ende, wenn ich so viel rumlabere. Aber ich will das gerne ehren, dass so viele Leute an diesem Spiel gearbeitet haben. Deswegen möchte ich das durchlaufen lassen. Wenn ich davon ausgehen würde, dass der zweite Teil irgendwann käme, merkt schon, ich spreche hier im Konjunktiv. Und wäre für mich eigentlich das Beste, es hätte diesen Stil, es wäre eine überschaubare Welt, die man aber auf eine gewisse Art frei begehen kann. Gerne auch ein bisschen größer, weil wer macht schon 10 Stunden Spiele heutzutage noch, ne? Das sind ja schon eher die Indie-Entwickler. Aber dass man sagt, okay, man ist nochmal auf Helis, man kann alles in einer schöneren Grafik sehen, man kann neue Sachen entdecken, vielleicht tut man ja auch erstmal Paige irgendwie spielen, der die Jade jetzt vielleicht retten muss oder so, keine Ahnung. Und man im Endeffekt einfach dort nochmal gucken kann, wie sieht es zum Beispiel viele Jahre später aus, wie hat sich Helis so entwickelt. Vom Gameplay würde ich im Endeffekt das Kampfsystem ein bisschen ausbauen, leicht den Stealth ein bisschen runtersetzen, aber der darf nie weg sein. Der müsste auch dabei bleiben. Mit dem Hovercraft und dem Raumschiff ausbauen. Vielleicht besucht man auch mal eine andere Stelle noch außerhalb von Helis. Und auch gerne das mit den Fotos dabei belassen. Genau, der Page macht dann eine Fotoausbildung zum Journalisten und der versucht dann Sachen aufzudecken. Ja, das wäre auch nicht schlecht, ne? Der fliegt dann mit seinen Schuhen dort immer so rum. Und genau, also im Endeffekt auch die Quests so ähnlich zu behalten, aber auch nicht so viel zu machen. Also wie gesagt, ich glaube, das Schlimmste, was dem Spiel wirklich passieren könnte, ist eigentlich so ein Open-World-Ding, oh, arbeitet das ab, bla 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 zu machen. Das fände ich, würde irgendwie dem Spiel nicht gerecht werden. Bei anderen Spielen passt das vielleicht, aber dort ehrlich gesagt finde ich das
sehe ich das nicht so passend. Und ja, man könnte auch die ganzen Charaktere wieder ein bisschen mit einbauen, wie die sich so entwickelt haben. Und das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Frage ist eben, wie auch so eine gute Grafik wirken würde. Aber man könnte ja trotzdem diesen leicht comichaften Stil auch beibehalten. Da spricht ja gar nichts dagegen. Wenn ich überlege, jetzt wieder bei Visions of Mana, ist ja auch so ein eher kindlicher Artstyle. Ich finde, das ist wunderschön. Ich muss sagen, ich kann manchmal in Fantasiewelten auch mehr mit sowas Fantastischen anfangen, als wenn das, sage ich mal, nur Realismus ist. Also da muss bei diesem Realismus schon ganz viel Kristalle und Gedöns und sowas rein, dass ich denke, ah, magische Welt, alles klar. Deswegen finde ich das ganz spannend. Was ein bisschen, ich habe gerade so überlegt, ne, so was könnte man, nachdem ich meine anderen Spiele so gespielt habe, auf dem Slot noch so spielen, habe ich gesagt, oh, ich hätte echt doch mal Bock auf Prince of Persia. Aber die Trilogie, die haben sie damals, glaube ich, total verhunzt. Die war, glaube ich, gar nicht so gut. Und ich weiß es nicht, ob ich dann auch drei Prince of Persia-Spiele spielen wollte. Aber so grundlegend hätte ich da auch mal Bock, weil ich die eigentlich auch ganz toll fand. Aber ich glaube, da stehen erstmal andere Spiele an. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das auch durchziehe, so mit den Nicht-JRPG-Spielen. Na, mein Plan ist ja jetzt, dass ich nach Beyond Good and Evil erstmal Silent Hill 2 das Original spiele. Dann hatte ich überlegt, dass ich nach Silent Hill 2 erstmal Tomb Raider 3 abschließe, damit ich die Trilogie fertig kriege. In der Hoffnung, dass irgendwann mal auch Tomb Raider 4 und die Chronik, The Last Revelation heißt es ja, und die Chronik auch mal remastert werden. Das fände ich schön. Und danach war der Plan, Silent Hill 1 und 2 zu spielen. Und danach, weiß ich ehrlich gesagt, sind ja schon wieder 2 Jahre gefühlt rum. Obwohl das ja eher kleinere Spiele sind, weiß ich nicht, ob ich da auch mal ein Jump'n'Run spiele, aber ich fände es jetzt schon schön, Spiele zu spielen, die so ein bisschen in storylastischer sind. Ich finde gerade so Crash Bandicoot, Rayman, Croc, was sie jetzt angekündigt haben als Remaster, voll geil, freue ich mich übelst. Croc Legend of the Gobbos. Weiß ich nicht, ob ich sowas spiele. Mache ich vielleicht mal eher so als Abo-Special so ein bisschen, dass man ein paar Level reinspielt. Jetzt erzähle ich schon die ganzen Sachen, die ich eigentlich bei meinem nächsten Abo-Special erzählen wollte. Na, da erzähle ich es eben dort einfach nochmal. Aber wie gesagt, ich will das jetzt hier volllabern. Ansonsten lasse ich es einfach laufen, ohne dass ich was erzähle. Vielleicht geht das ja auch. Aber guck mal, wir haben doch jetzt schon ganz viel hier erlebt. Kriegen wir das noch irgendwo hin? Vielleicht kann ich noch ein bisschen über das Spiel oder andere Sachen reden. Was mir an der Jade übrigens auch gefallen hat, ist, dass sie jetzt auch nicht so übersexualisiert wurde. Sie hat ja in ihrer Originalklamotte relativ viel angehabt, ne, für mich eine relativ humane Statur gehabt, hat jetzt auch nicht so irgendwie lange blonde Walla-Walla-Haare gehabt, war ein bisschen kurz mit ihrem Tuch und sowas im Haar. Hat mir vom Design einfach auch mega gut gefallen, ne, das ist so. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die finden auch, sag ich mal, leicht begleitete Personen in Videospielen gut. Kann man auch machen. Ich sag mal, wenn ich das sehe, denke ich mir auch nicht so, oh mein Gott, er oder sie haben so wenig an. Ich kann mir das nicht angucken. Manchmal finde ich es übertrieben. Also ich fand zum Beispiel bei Stellar Blade hat Eve teilweise wirklich nur in Bikini angehabt, wo ich so gedacht habe, es ergibt für mich jetzt einfach irgendwie auch keinen Sinn. Also gut, wenn es jetzt in der Wüste war, kann man es drüber streiten, aber es ist so, da zieht die sich doch kein Bikini an. Ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn die da zum Beispiel gesagt hätten, oh mein Gott, sie war total interessiert an Klamotten aus den verschiedenen Zeiten und deswegen probiert sie ein paar Sachen an, aber so einfach nur, hier Bikini, hier ist es so nackig, guck mal. Ja, das fand ich irgendwie, braucht es für mich jetzt irgendwie nicht so. Ich finde aber immer viel schlimmer, wenn so Frauen in JRPGs, wenn die so riesen Brüste haben, die gefühlt irgendwie bis zu den Knien reichen. Also das finde ich, da merke ich immer richtig so, ich denke so, oh, das passt doch so gar nicht von der Ergonomie und alles oder Physio, bla, irgendwas. Also wo ich denke, die müssten doch umkippen nach vorne. Was ist ein LATAM-Teams? LATAM, habe ich noch nie gehört. Da denke ich mal so, oh nee, also gewisser Realismus bräuchte ich dann schon so bei Körperformen, ne? Aber gut, das soll jeder so sehen, wie er es will. Bin ja ein totaler Freund von Outfits. Das fand ich eben gut, dass die ein paar Outfits eingebaut haben, weil ich finde, das ist was, das mittlerweile entweder abgedeckt wird durch DLCs, wo ich immer sage, oh, ganz ehrlich, jetzt ey, 5 Euro hinzuhauen für so ein scheiß Outfit, mache ich dann irgendwie auch nicht. Und deswegen finde ich zum Beispiel cool, wie sie es bei vielen Tales-Spielen gemacht haben, dass du auch viele Ingame-Gegenstände findest, wo du dann deine Leute damit schmücken kannst. Irgendwie Kopfschmuck oder irgendwas noch an den Arm dran oder verschiedene Klamotten.
Kann man ja trotzdem auch als DLC mitmachen, aber ich finde einen gewissen Fundus im Spiel fände ich ehrlich gesagt auch ganz gut. Also das würde ich eigentlich sehr begrüßen. Ich weiß gar nicht, bei der Final Fantasy Reihe war, glaube ich, bei Final Fantasy 16 das jetzt so gewesen, dass man dort mal ein wieder ein bisschen am Ende noch die Klamotte wechseln konnte, aber ich glaube auch nur zwischen zwei Sachen konnte man sich entscheiden. In anderen Spielen, ja, Lightning Returns, da war das ja Spielprinzip, ne, dass man das wechseln konnte, wo ich sagen muss, das fand ich schon ein bisschen cool, dass die, muss ich sagen, das habe ich auch sehr genossen, dass die Lightning da so viele Klamotten hat, obwohl ich sagen muss, da gab es auch Klamotten, wo ich gesagt habe, ey, sorry, das ist für mich jetzt purer Fanservice und das hat für mich mit Lightnings Charakter so null zu tun. Das hat sich dann echt nicht gut angefühlt, die Lightning in so einem Bikini dort langlaufen zu lassen, obwohl manchmal die Abilities geil waren, die damit im Zusammenhang standen. Und das fand ich aber irgendwie immer, habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Na, deswegen, naja. Ansonsten gibt es noch was ich mir wünschen würde, wieder zurückzukommen zu dem eigentlichen Thema, was ich mir wünschen würde zum Thema Fortsetzung. Ja, macht's doch bitte einfach mal, haut die doch mal raus. Aber ich glaube, das ist mittlerweile so ein verworrenes Teil. Und ich könnte mir vorstellen, die Erwartungen sind mittlerweile auch so groß. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt halten können. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber zu Thema Erwartungen fällt... Ich labere euch mit allem zu, was mir in den letzten Tagen irgendwie eingefallen ist. Dann müsst ihr jetzt durch oder eben auch nicht, spurt's vor. Mir ist aufgefallen, es wird ja im Oktober, November, Dezember, ich weiß es gar nicht, das Fantasian-Spiel von hier Hironobu... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist ja peinlich. Naja, der feine Fantasy-Schöpfer. Das geht gar nicht. Auf Apple Arcade wurde das als erstes veröffentlicht und ich habe das dort, ich würde sagen, zu 90-95% durchgespielt. Es fehlte nur noch am Ende ein bisschen Story, weil ich habe es nicht geschafft. Ich fand es zu schwer. Selbst mit Guide habe ich es nicht geschafft. Und es ist total krass, weil ich so gedacht, sie haben ganz viele immer geschrien nach, oh, wir wollen wieder mal so ein klassisches Final Fantasy-like und bla bla bla. Und dort haben sie ein insgesamt recht klassisches Spiel geschaffen. Mit keine Sprachausgabe. Von der Welt, sag ich mal, so ein bisschen mit diesen Hintergründen. Liebe ich ja total, ne? Wie bei Final Fantasy X, ne? Auch mit den Dioramen, die sehr schick hier aussehen. Und Kampfsystem haben sie sich auch ein bisschen was überlegt. Aber wenn ich mir Kritiken, oder wenn Leute zu dem Spiel was schreiben, was sie zum Beispiel auch zum ersten Mal sehen oder gespielt haben, gibt ganz viele, die fanden das richtig scheiße. Und da habe ich so gedacht, okay, das wundert mich so ein bisschen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Spiel total gut gefallen, weil das hat in mir was ausgelöst, was manche klassischen Spiele nicht so schaffen, dass ich so gedacht habe, ah, die Musik von Uematsu Nobuo, die hat reingehauen. Das ist eine sehr memorable Welt. Das Gameplay ist sehr speziell und aber ist sehr auch erinnerungswürdig. Und mir hat das total gut gefallen. Was mich, wie gesagt, wirklich gestört hat, ist, dass dieses Spiel scheiß schwer war. Ich fand das teilweise so schwer und ich habe das mit Guides nicht geschafft. Und ich habe mich schon durch viele Spiele hier... Ich habe Dark Souls geschafft, hallo? Na gut, ich will mir jetzt nichts drauf einbilden, aber ich habe das am Ende echt nicht geschafft. Aber da hat mich auch ein bisschen dieses... Ach, guck mal, 2011 war das sogar, ich dachte 2013. Wollte ich sagen. Schwer. Ja, wie gesagt, ich habe sogar mich mit Guide hingesetzt und ich habe es nicht geschafft. Und dieses Apple Arcade-System musstest du das ja immer nach einem Monat nochmal neu buchen. Und irgendwann habe ich es dann einfach gelassen. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass sie das Remaster angekündigt haben. Weil generell möchte ich das perspektivisch mal let's playen, weil... Wer kann es vertonen? Wie geil ist das denn? Und die haben, glaube ich, ich hoffe es, ich habe zumindest gesagt, die haben auch ein paar Anpassungen an Schwierigkeitsgrad gemacht, deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass das vielleicht auch das Kampfsystem betrifft. Aber ich glaube, ich gehe dann das Thema auch nochmal anders an, wenn ich es dann vielleicht auf der Switch oder so oder Steam Deck spiele. Steam Deck würde auch gehen. Guck mal, haben wir es jetzt geschafft? Ich glaube ja. Tatsächlich. Genau, auf dem Steam würde ich das gerne nochmal spielen, noch durchhalten und bin einfach überrascht, dass das so doch insgesamt eher negativ gesehen wird und bin mal gespannt, wenn es dann noch andere spielen, wie die das empfinden und ob die sagen, tatsächlich so ein ganz klassisches Final Fantasy können wir uns jetzt doch nicht mehr vorstellen, ne? Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich euch aber auch zugetextet, aber wer zugehört hat, danke fürs Zuhören, aber wie gesagt, mir ist das wichtig, die Leute dort auch zu ehren, die dort mit durchlaufen. So, ihr Lieben, nochmal abschließend, wenn ich irgendwas vergessen habe, vielleicht erzähle ich es dann im nächsten Let's Play nochmal nach, mache ich ja gerne. Mir hat das Projekt mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die dabei waren, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ja, sagt vielleicht selber mal, ah, ich glaube, ich muss es doch auch mal selber spielen.
Ubisoft Original, und ja, ich finde es wirklich sehr originell. Ich finde es wirklich ein super schönes Spiel, was nicht in Vergessenheit geraten darf. Ja, das ist für mich Kunst. So, das ist für mich ein richtiges Kunstspiel und gerne bitte mehr. Ich verabschiede mich jetzt von Jade, Paige und Double H und allen anderen. Und bevor ich jetzt hier weiter groß rumlabere, danke an euch, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play, vielleicht Silent Hill 2. Vielleicht auch vorher bei meinem Abo-Special. Und mach's gut, Beyond Good and Evil. Es war schön mit dir. Tschüssi, euer Other Side.